Die Start 1. Das war eine Testleiter, Tim Oberhoff und Anna Baumeister von München. Der war auch die Gewinner von. Was möchtest du für eine Zeit haben? Letztes Jahr. 36. Hallo. Moin. Das war jetzt die letzte wieder. Und wie geht's? Super Fahrt, wir hatten viel Spaß, super Prüfung heute gemacht. Dann fahrt ihr da rein. Ja, da ist noch jetzt hier, da ist so ein Toiletten hier hinter dieser Tür, ne? Dann treffen wir uns auch, okay? Vorne. Jo. 0 auf 96 km/h in 3,7 Sekunden. 400 Newtonmeter auf der ersten Sekunde, etwa 340 Kilometer Reichweite. Das ist auch einfach die Längste, die man auf der Gegend so weit fahren kann. Wir gehen aber weiter. Dann haben wir hier die Start Nummer 5. Moin. Moin. Herzlich willkommen hier in Hamburg. LCW Presseteam. Autofahrzeug ist ein Lief. Fahrer ist ein Paul Klamann. Und Beifahrer, das ist der Hermann Josef Müller. Die kommt von Bremen und von Lavendels. Und? Das ist auch gut gelaufen unterwegs. Gut, ja, alles bestens. Ganz wunderbar. Und immer genug Strom gehabt. Okay. Dankeschön. Tschüss. Jo. Und euer Tour ist gut gelaufen. Ja, besser als sein können. Schönes Wetter, schönes Auto, schönes Land. Super. Dankeschön. Jetzt ab bis hierhin, komm! Da ist die Ziellinie, jawohl! Heute sieht man den Spaß. Ja, es hat auch echt Laune gemacht, aber die Zeit war lang. Jetzt wollen wir gucken, was noch rausgekommen ist. Jetzt kommt der Bürgermeister von Wildenthal zur Fahrerin. Stopp, hat er gesagt, stopp! Hier ist das Ziel! Ja! Eine? Hallo Bernd! Hallo! Hallo! Herr Bürgermeister! Gut! Ja, Start Nummer 30. Und jetzt kommt der große Flug. Ein Wasserstofffahrzeug. Nicht hier unter U-Boot, das ist eine Zelle. Dieses Fahrzeug läuft ab. Sozusagen Wasserstoff. Und die Staatssekretärin Dr. Cordelia Andresen mit ihrem Beifahrer Klaus Hartchen, Bürgermeister vom Billetal. Also ein absolut Top-Team in diesem Auto. Ist schon gewaltig. Ja, es war eine sehr anstrengende Veranstaltung. Das ist das eher Wichtige. Die ist insbesondere beim Fahrzeug, was wir hier dabei haben. Also hat sehr viel Spaß gemacht und das Fahrzeug hat sowohl ökologisch als auch ökonomisch genauso sich optimal verhalten. Wir sind sehr dynamisch abgefahren, man sieht es im Auto, glaube ich, auch an. Und das Entscheidende ist eigentlich, wir haben also auch insbesondere mit Energy Metalade Infrastruktur entsprechend mit dabei, wo wir auch wirklich Reichweiten fahren können. Und insofern sind für Elektrofahrzeuge solche Reichweiten überhaupt kein Problem. Es dient für DC-Schnellladung im Prinzip der, ja, ich sag mal, Reichweitenverlängerung und das macht riesig viel Spaß. Ansonsten war die Rallye anstrengend, auch die Abendprogramme. Insofern kann ich aber sagen, das war ein gelungenes Event. Dankeschön. Ein Nissan Leaf mit Martin Show und Jan Schmidt. Seid ihr echt aus Stuttgart hergekommen? Ja, wir sind wirklich aus Stuttgart. Ehrlich? Ja, klar. Gut. Wahnsinn, so interessant ist es mit einem E-Mobil durch Schleswig-Holstein zu fahren. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, es war super, es hat echt Spaß gemacht. Also, war eine lange Strecke, aber sehr schön. Das erste Mal gemacht, die Räder, ja. Genau. Ich versuche das mal, das Bilder geht hier. Ja, das war die erste Welle. Das ist schön. Es war zwar keiner auf Höchstgeschwindigkeit, das sollte das ja auch nicht sein. Es sollte Spaß bringen und man sollte die Elektrofahrzeuge mal kennenlernen. So ist es. Und das habt ihr gemacht, kennengelernt? Absolut. Ganz neues Fahrgefühl. Ja.
Und am Anfang ist es ein bisschen irritierend, weil man natürlich den Motor vermisst, die Geräuschkulisse, aber man muss sagen, fährt sich gut, macht Laune. Also man kann sich ja jetzt ein CD reinlegen mit Formel 1 Geräuschen hier im Auto, dann hat man die Geräusche wieder. Alles klar. Schön, dass ihr da seid. Besten Dank. Erster Platz internationale deutsche Solarmobilmeisterschaft. Erster Platz EcoCar Cannonball 1999. Erster Platz Rebieler American Tour de Sol 2002 Manchester. Erster Platz Klassensport bei der E-Milliger, Milliger. Erster Platz Wave 2011. Jetzt erzählst du mir noch was dazu. Muss man gucken. Wir haben die zweiten und dritten Plätze weggelassen, weil sonst wäre das Blatt nicht lang genug gewesen. Wir sind seit 17 Jahren mit diesem Fahrzeug unterwegs, also das ist eigentlich ein Oldtimer, mit dem wir hier fahren. Es sieht ein bisschen futuristisch aus, aber das liegt daran, dass man damals... Dass man damals schon wirklich weit vorausgedacht hat. Wir haben hier ein extrem nachhaltig aufgebautes Konzept. Alle Bauteile sind recyclingfähig. Wir wollen es natürlich aber so lange wie möglich am Fahren halten. Und auch unsere ersten Kunden, die vor 17 Jahren ihr Fahrzeug bekommen haben, sind heute damit noch unterwegs. In diesem Jahr werden wir das 1000. von diesem Fahrzeug bauen. Und ich denke mal, wir haben unter Beweis gestellt, dass das Fahrzeug auch so eine Tour super gut durchhalten kann. Was kostet sowas? Ja, was kostet das? Ab 24.000 Euro. Es wird in kleinen Serie hergestellt. Wir bauen 50 Stück im Jahr davon. Alles klar. Ciao. Schön, dass ihr wieder da seid. Tschüss. Treffen ist da, ne? Da können wir reingehen. Wie voll ist eure Sonne? Nicht die Batterie. Könnt ihr denn auch gleich runterfahren zum Parkplatz? Ja, einfach weiter, ne? Da ist nicht mehr. Ist nicht mehr viel drin. Wir haben viel gebaut. Gute Tour, Leute. Wir sind eingekommen. Direkt aus Mallorca. Tja, und auch das war wieder eine Veranstaltung von Ingo Buck und Bettina Buck. Zweite nordeuropäische Elektromobil-Rallye hier in Schleswig-Holstein und Hamburg. Start in Hamburg, Ziel in Hamburg, wenn das nichts ist. Nächstes Jahr hören wir in Hannover auf. Alles klar. Dankeschön fürs hier sein. Wir wünschen euch alles Gute fürs nächste Jahr. Herzlich zur Siegerehrung unserer zweiten nordeuropäischen E-Mobil-Rallye und gleichzeitig der ersten europäischen E-Mobil-Journalisten-Rallye. Wir sind soweit. Ich brauche heute nicht mehr zu erklären, wie der richtige Weg gewesen wäre. Das lassen wir jetzt weg. Ihr werdet die Auflösungen alle komplett im Internet finden. Wir werden das auf der Homepage veröffentlichen. Und die Ergebnisse kommen dann natürlich auch recht schnell drauf, inklusive Fotos und alles, was ich bekommen kann. Auch von Ihnen würde ich mich freuen, wenn Sie mir Fotos schicken könnten. Dann würde ich das auch mit auf die Homepage stellen. Ja, wir sind, glaube ich, alle recht geschafft von den 4 Tagen, die wir hinter uns haben. Wir sind in Trondheim gestartet bei unheimlich schlechtem Wetter. Bei Regen, bei Wind, mit Sandsturm, auf Padborg Park blies der Wind so stark, dass manch einem die Tür aus der Hand gerissen wurde. Es war also richtig heftig und dann kamen wir nach Deutschland rüber und das Wetter wurde immer besser. Und ich glaube, die Stimmung war aber von Anfang an recht gut, weil wir viel erlebt haben, weil wir, glaube ich, auch ein ganz passables Programm für Sie auf die Beine gestellt haben. Das Team von Sportauto aus Stuttgart, Markus Stier und Holger Hausen, auf Mitsubishi, Platz 3 insgesamt. Dieser kleine süße Lastwagen mit 3 Rädern, vom E-Motec-Team, APETME, so die Bezeichnung des Autos, Fahrer Bernhard Ihle, Beifahrer Gerd-Uwe Grescher.
Ja, und nun kommen wir zum Gesamtsieger. Platz 1. Die Startnummer 1. Das Next Generation Mobility Team auf Tesla S, Tim Uhre von Anna Baumeister. Okay, wenn die Einzelfotos soweit gemacht worden sind, dann würde ich gerne bitten, dass alle Pokalträger nach vorne kommen und wir machen nochmal so ein gesamtes Foto. Okay. Super, recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank an alle Teilnehmer für ihre Teilnahme, an die Sponsoren und ganz besonders an die vielen Helfer auf der Strecke, die 36 Zeitkontrollen, die 20 Sonderprüfungen gemacht haben, die Auswertung. Recht herzlichen Dank, an besonderen Dank an diese ganzen Helfer. Ja, ich, man hatte mich heute gebeten, an euch auch ein paar Worte aus dem Bereich aller Teilnehmer auszurichten. Und ich muss noch mal sagen, die Leistung, die ihr im Vorwege, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, was man dort für einen sehr intensiven zeitlichen Einsatz macht. Und ich glaube, das ganze Ergebnis der gesamten Rallye gibt Rechtfertigung. Das habt ihr toll gemacht und macht weiter so. Dankeschön.